Also ich bin in der gesellschaftlichen Diskussion überhaupt nicht für Polarisierung, sondern für Überzeugung und sachliche Auseinandersetzung. Sicherlich sind Ungeimpfte, also ganz sicher, gefährdet, schwerer zu erkranken. Und das trifft hauptsächlich eben auch wieder für die Alten und Vorgeschädigten zu, nicht so sehr für die Kinder. Zum Glück erkranken die sehr selten. Und die Kinder sind überhaupt nicht unser Problem in der Pandemie. Also insofern ist es einmal natürlich so, dass die Ungeimpften stärker beitragen zur Ausbreitung des Virus als die Geimpften. Aber das ist ein quantitativer Effekt nur, weil es ist kein absoluter, die Impfung bietet, wie gesagt, keinen absoluten Schutz vor Weitergabe des Virus, sondern nur einen Individualschutz vor schwerer Erkrankung.